Und hallo, einen schönen Sonntag an euch alle. Wenn ihr es am Sonntag anschaut, was wahrscheinlich nicht gehen wird, weil ich es vermutlich erst morgen hochlade, aber egal. Ihr seht es ja hoffentlich an. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben in unserer zerstörten Rebellenbasis, da das WEC auf Hinweis von Major Vargas, der Verräterin des WEC, sich hier ein bisschen ausgedruckt hat. Und was haben wir die Mission zuvor gemacht? Wir waren, wir haben einfach Major Brooks befreit. Nicht Major Brooks, die Major gewesen. Egal, wir haben Brooks befreit, die uns dann gesagt hat, dass Major Vargas letztendlich die Verräterin auch war. Und ich kann vielleicht nochmal ganz kurz die Zwischensequenz von Maxis zeigen, damit ihr genau wisst, was wir als nächstes tun müssen. Und zwar folgendes. Die Zentrale hat heute früh bestätigt, dass die Überwachungsplattform inzwischen von der Bodenkontrolle unabhängig und voll funktionsfähig ist. Vorsitzender Dragan hat alle Städte gewarnt, die dem Widerstand zur Seite stehen, dass sie nur 24 Stunden Zeit haben, um in die Bedingungen des Konsortiums einzuwilligen. Ansonsten werden sie vollständig zerstört. Das heißt, wenn wir nicht auf der Stelle handeln, ist der Widerstand endgültig verloren. Alle Versuche, ihre Einheit zu kontaktieren, sind gescheitert. Ich muss annehmen, dass dies die Arbeit des Saboteurs ist, Captain. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, sie direkt zu kontaktieren. Unsere einzige Chance, die tödlichen Pläne des Konsortiums zu durchkreuzen, besteht darin, die Überwachungsplattform anzugreifen. Also Sie teleportieren sich ins Hawking Space Center. Das letzte Versorgungsshuttle wird von dort in weniger als 2 Stunden abheben. Sobald Sie das Shuttle gesichert haben, werden wir Ihnen eine Gruppe guter Soldaten zur Verfügung stellen. Diese Soldaten sind angewiesen worden, nur Ihnen zu gehorchen. Maxis aus! Und das tun wir jetzt. Wir teleportieren uns in das Shuttle Space Center und kapern einfach ein Shuttle auf die Überwachungsplattform, die wir dann fieserweise zerstören werden. Und so zur Information, das hier ist die vorletzte Mission. Ach, haben wir das Spielchen durch. So. Einen schönen Tag, den wünsche ich euch auch. Ja. Ich habe 2 Blast Packs. Jawohl. Jetzt kurz meine Missionsbesprechung angucken. Wobei wir das alles hier schon gesagt bekommen haben gerade eben. Shuttle zur Überwachungsplattform finden, auf Transfer der Truppen warten, Angriffsgruppe zur Plattform führen. Jawohl, Sir. Ach. Stand ich wieder mal im Weg. Rote Keycard. Fies im Schrank versteckt. So, lieber mal die Minen kaputt machen, bevor ich da rein taps. Das war so klar. So klar war das. Professor T. Rooney, ich muss sofort mit Ihnen reden. Kommen Sie in mein Büro, der Code lautet 613. Unterschrift Senator Gold, der Dritte. Oh mein Gott. Mal die Mine da kaputt machen. Kamera achten. Ah, okay. Musik ist cool. Oh, mal runter da. Nichts von Belang. An alle Wachen, der Zugangscode zum Bürokomplex wurde geändert. 731, okay, jetzt habe ich 2 Zahlen. 613, 731. 613, 731, ja, ich hoffe, ich kann es mir alles merken.
Ach. Shit. Ah, ich kann es nicht. Ah, solange der Alarm ausgelöst ist. Ah, doch. Alles klar. Nee. So, ich glaube, da wird man den 613 verwenden müssen. Jawohl. Nur noch 713 später. Ah, gut, den kennen wir ja. Ich drück wieder mal zu viel Escape. So, 713, ne? Ja. Wo war das? 731? Alarm. 731, jawohl. Doch vertippt. Blaue Keycard. Jawohl. Was steht da? Die sind heute so nett. Ah, die haben diese fiesen Plasma-Waffen. Echt fies, du. So, na gut, da brauche ich jetzt nichts mehr aufladen. Ich hab die blaue, ne? Hammer. So. Ich mag das mal nicht zwischen den Dingern rumzulaufen. So. Alles klar. Okay, irgendwas ist deaktiviert worden. Und das war für einen Aufzug. Ich denke mal, unten wird nichts mehr groß sein. Nö. Ich glaube, nichtsdestotrotz sollte ich mal speichern. Aber langsam wird es ja ein bisschen happig hier. So, die gelbe. Oder die blaue, die ich aufgesammelt habe. Ich habe jetzt so ein schlechtes Gedächtnis. Ah, okay. Oh, das ist einer von diesen letzten Mechs. Und die haben Plasma-Waffen. Gut, aber ich glaube, jetzt haben wir... Ja, wir haben zwar definitiv alle Gegner mal gesehen. Ich hoffe, hier ist jetzt keine Kamera. Genau hier eine sein. Granatenwerfer am Boden. Okay. Aha. Okay. Ah. So. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Und zwar mache ich diese Kisten da auf. Aufmachen kann, so ein Scheiß. Denn ich werde jetzt diesen komischen Mech hier Moment, nicht durch diese Laser. So, jetzt. Muss ich da drüber springen? Tatsächlich. So, richtig Waffe auswählen. Ich höre irgendwo eine Kamera. Ich weiß nicht, wo die ist.
bis hier, okay. Ah, und da ist auch noch eine. Aber zuerst, wie versprochen. Gut, der ist weg. Ich glaube, die kann ich nicht kaputt schießen durch die Laser. Genau, so. Nehmen wir uns doch mal der hier. Ach, verdammt, Kiste. Was zum... Der jetzt her? Kruzifix. Heieiei. Ah, Donnerkeil. So. Ach, ich bin ein Idiot. Die blaue habe ich doch auch schon. Denke ich mir doch. Die ist mir jetzt am wichtigsten. Die löst sicherlich den Mech aus. Wie viel habe ich jetzt noch von Energiezellen? Ach, 9 Stück, na dann. Muss ich da unten überhaupt lang? Anders gesagt, oder gefragt, wie komme ich denn da wieder hoch? Noch eine Scheißmine. Okay, ich muss da definitiv runter. Ich spring jetzt einfach mal in den Verderben. Was soll's? ich glaube, letztendlich bringe ich mich eher selbst um, als die Gegner mich. Da oben ist schon wieder eine Kamera. Drin. Ah, gut. So, nachladen. Hm. 6:30, alles klar. Ach, das habe ich da kaputt gemacht, das Ding. Sehr schön. Zap, zap, da ist schon wieder eine Kamera. Ich hasse die Mistviecher. Sowieso. Die machen, die sind nicht wirklich böse, aber die nerven einfach wie so fiese Stechen. Und weil sie auch Sachen auslösen können, die mir dann doch wiederum Böses ist, zu schaffen machen können. Ja, ich will da wieder raus. So, dankeschön. Ah! Nichts passiert. Ein Glück. So, was macht das hier auf? Oh, meine Munition geht langsam ein bisschen zur Neige. Ah! Okay, das ist mir egal. Die ist mir nicht egal. Sag mal. Okay, das ist aber ziemlich klar, dass es dieses Valve ist. Yay! Überall Aufladestationen. Ich bin so ein Held. Ach, egal. Ist jetzt gerade der Ventilator angegangen?
Ich denke, damit wird der Aufzug aktiviert. Oh, nee, da wurde sogar irgendwas deaktiviert. Ich liebe es, wenn Sachen deaktiviert werden. Die habe ich. Meine Munition. Ich habe schon fast die Hälfte der Munition verschossen für die Waffe. Nein? So. Das kann ich alles nicht verwenden. Nächste Ebene. Speichern wir doch gleich mal. Ach ja, komm. Stirb und halt die Klappe. Hier genauso. So. Na? So. Wie komme ich denn darauf? Was ist denn da unten? Nichts. Ja, natürlich. Ich bin ein Idiot. Alles klar. Und heps. Und heps. Nächste. Komm, dein Kumpel ist gerade gestorben und du machst nichts. Hallo? Tür wird geöffnet. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Puh, zum Glück war an der Kiste gestanden. Hallo? Sag mal, geht's noch? Warum steht da einfach so ein Viech da? Ohne geschütztes Schild. Luft geflogen hab. Ach, der ein Schwein. Sicherlich kein schöner Tod. Weiß mich jetzt da schon reiz, da drauf zu schießen. Ne? Idiot. Sag mal. Haben die einen Arsch offen? Ich hab irgendeinen Schalter gedrückt und er lebt noch. Ich glaube, das war mal wieder der Amoklauf, den ich ausführen muss in dem Video. Zwei. Fuck. Heilige Scheiße, hey. Genau langsam zur Neige. Ja, langsam wird es echt Ende Niveau. Hinten ist noch eine. So.
Denkste. Oh mein Gott, da steht schon wieder so einer. Sogar mehr Veterans, mehr als Veterans vorhin. Letzten Male. Sag mal, geht's noch? Ich bring mich gerade selbst um. Ah, runter, 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 da steht auch ganz günstig. Oh, die sterben da gar nicht. Jetzt mal drei Stück. Spinnen die? Vier Stück? Sag mal. Zum Glück bringen die sich auch selbst um. Ich habe nur noch drei Energiezellen. Hallo? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das bewerkstelligen soll. So. Jetzt aber schnell. Hallo? Sag, geht's denen noch gut? Ich hab den da oben auch verbrannt, sehr schön.